geht im Prinzip darum, dass der Tagebau jetzt so circa zwischen 150 und 250 Meter vorm Ort enden würde. Und ohne Unterbrechung würde im Prinzip der Bagger weiter in westlicher Richtung den Ort umfahren und dann Richtung Osten schwenken, sodass wir als wirklich als Halbinsel im Tagebau liegen würden. Und die Probleme, die sich daraus ergeben könnten, es kann ja im Prinzip noch keiner richtig sagen, was passiert mit einem offenen Loch von drei Seiten? Kann es dazu kommen, dass der Boden, der wie gesagt nur auf einer Breite von ca. 800 Metern der Ort liegen wird, kann der ins Rutschen kommen? Kann es da Probleme geben? Das sind für uns eigentlich so Unklarheiten oder Ungewissheiten, die natürlich auch irgendwo zehren oder wo man natürlich damit Probleme kriegt. Und durch dieses Abschneiden vom auch den untersten Grundwasser, in dem eine Dichtwand östlich des Ortes weitergeführt wird, der Tagebau in Schwalle Nord sollte ja von einer Dichtwand umgeben werden in einer vollen Ausdehnung, würde das natürlich die ganze Sache noch verschärfen, weil ja damit im Prinzip das völlige Abschneiden ist. Und was danach kommt, das kann auch keiner sagen. Wir kennen ja bloß die Begriffe braune Spree, aber dieses braune Wasser, das ist ja hier auch. Und wenn da ein Grundwasseranstieg ist, was würde denn aus uns werden? Wir hatten ein Wasserwerk hier, was eine hervorragende Wasserqualität hatte. Und jetzt kriegen wir das Wasser von Schenkendöbern über Gum, also sehr langer Weg. Und gleichzeitig hat sich aber die Qualität verschlechtert. Das liegt zwar in der Norm, aber es entspricht nicht mehr dem, was wir mal hatten. Bergschäden, eigentlich auch ein großes Problem. Was sich in den letzten Jahren so abgezeichnet hat, speziell Straßen, Risse in den Häusern, wo im Prinzip wir mehr oder minder allein gelassen werden. Also sprich, eine Unterstützung von Seiten der Landesregierung gibt es nicht. Konflikte, die sich daraus ergeben, sind natürlich riesengroß. Die Dorfgemeinschaft zerfällt, weil die gegensätzliche Meinung und die gegensätzliche Strömungen da sind. Wie gesagt, ein Teil will weg, ein Teil will bleiben. Und das offenbart natürlich dann Interessenkonflikte und Gegensätze, die eigentlich nicht mehr mit vernünftigen Meinungsaustausch irgendwo erledigt werden können, sondern es sind wirklich verhärtete Fronten. Und das ist eigentlich so mit das Schlimmste, was es geben kann, dass sich die Menschen gegenseitig mit Vorwürfen überhäufen oder gegeneinander arbeiten. Sowas kannten wir hier nicht. Wir waren eigentlich immer so ein Volk, was an einem Strang gezogen hat und vereint herangegangen ist und sich vieles auch geschaffen hat hier.